So, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FM22 mit Inter Mailand. Wir sind wieder zurück und stehen vor unserem nächsten Spiel gegen den FC Bologna. Entschuldigt, ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen, habe immer noch ein bisschen Schnupfen und so weiter. Eine kleine Erkältung. Ja, so sieht das aus. Genau, wir sind ja ganz gut hier in die Saison gestartet. Haben aus 2 Spielen 6 Punkte geholt. Das sieht schon mal sehr ordentlich aus. Wir müssen in der Champions League gegen Liverpool, Sevilla und Eindhoven ran in der Gruppe A. Und ja, dann wollen wir doch mal gucken, was wir gegen Bologna hinkriegen, ne? So, Aufstellung steht. Dann würde ich sagen, gehen wir rein in dieses Spiel. Der 3. Spieltag und wir gehen in Führung, aber die gleichen gleich. Oha. Jetzt gehen die hier auch direkt in Führung durch Barella. Aber Barella macht das 2-2 so. Also das ging jetzt hier Schlag auf Schlag. Wir gingen in Führung, dann gleich Bologna aus, macht direkt das 2-1 und wir gleichen dann auch nochmal zum 2-2 aus. Ja, schon viele Tore hier in den ersten 45 Minuten. Auf unserer Seite hat Çalhanoğlu und Barella das Tor gemacht. Ja, sieht ja noch nicht so berauschend aus hier, ne? Adriano. So, zweite Halbzeit. 70 Minuten gespielt, noch immer 2-2. Und es bleibt doch beim 2-2. Im 3. Saisonspiel holen wir das erste Unentschieden. Wir haben bisher schon die meisten Tore geschossen hier. 7 Punkte jetzt auf dem Konto. Okay, brauchen wir nicht weiter drüber reden. Ein Unentschieden, ein Punkt wenigstens mitgenommen. Auswärts, trotz fällt über länger kein Sieg. Woran lag es? Vorstandes ist noch okay im grünen Bereich. Sibilano haut mich jetzt nicht vom Hocker, ehrlich gesagt. Deswegen übernehmen wir den Jungen nicht. So, hier steht immer, dass kein Jugendspieler einen Mentor zugewiesen bekommen hat. Das Problem ist bei diesem Mentorenkram, weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber jedes Mal, wenn ich den Spielern einen Mentor zuweise, quasi 1 oder 2 Tage später sind die dann rot. Ja, und dann kann ich die wieder rausnehmen. Das ist halt irgendwie unnötige Arbeit, ne? Ja, das hält nur bei wenigen dauerhaft, finde ich, mit diesem Mentor. Deswegen stelle ich das erst gar nicht ein. Das ist. Ja, letzten 24 Stunden der Transferperiode. Die Zeit mal nutzen, um was zu trinken. Bruno Costa wechselt für 7,6 Millionen zum Mainz. Cedric von Köln, nee, von Arsenal zu Köln. Okay, also große Transfers werden hier auf jeden Fall nicht mehr getätigt. Genau, so. Martinez ist der teuerste Spieler in der Liga. 97 Millionen Mark wert. Ist aber auf jeden Fall angebracht, finde ich. Ein Bombenstürmer. Das passt. Es tut mir leid mit meiner Nase, ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Kann man leider manchmal nicht ändern. Aber es ist jetzt halt nicht so schlimm, dass ich jetzt sage, nee, ich will jetzt keine Videos machen. Top-Transfers hier
Politano auf Platz 5, den wir geholt haben vom SSC Neapel. Deswegen geht es natürlich hier ganz normal weiter und ja, ich habe auch wie gesagt extrem Bock hier euch mit neuen Videos zu füttern. Ja. So. Was gibt's hier? Realität holt den Aufstiegskandidaten ein. Parma Calcio. Ja. Benassa gesperrt. Debüt für Dzeko für den Inter Mailand. Ausland irgendwas Wichtiges? Chimara unterschreibt bei den Spurs. Achso, lokal geht gar nicht. Internationale Wettbewerbe. Okay, das war's eigentlich schon. So, Chelsea hat Interesse geäußert, De Vries kaufen zu wollen für 35 Millionen. Das nehmen wir natürlich ab. Wichtiger Spieler für uns da in der Verteidigung. Geben im Winter sowieso niemanden ab. Ebenfalls nicht von der ersten Mannschaft. Die zweite sind wir ja noch gar nicht durchgegangen. Das werden wir dann in der, ja, wie soll man sagen, in der Winterpause machen sozusagen. Dass wir da uns mal auch die zweite Mannschaft anschauen. Und dass wir da gegebenenfalls den einen oder anderen auch noch mal aussortieren. Aber ich glaube, wir hatten ja schon hier aussortiert, oder? Ne, haben wir wieder zwei, immer noch zwei Defensive drin. Da müssen wir auf jeden Fall noch mal reingehen. Wir haben uns das schon mal angeschaut. Ich glaube, in der letzten Folge hatten wir uns das sogar angeschaut, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich mal ganz kurz. Ne, in Folge 4 hatten wir uns das angeschaut, genau. Da haben wir ein bisschen aussortiert gehabt. Sind aber nicht alle losgeworden, deswegen werden wir hier im Januar, beziehungsweise dann, wenn die Transferliste wieder auf hat, werden wir hier nochmal reingehen. Und nochmal schauen, dass wir da. Ja. Die einen oder anderen Spieler noch loswerden. So, vierter Spieltag Serie A gegen den AC Florenz. Auch ein, denke ich, unangenehmer Gegner, aber wir spielen zu Hause, deswegen sollten wir hier natürlich vernünftig und geschlossen auftreten. Florenz bisher eine gute Saison. Auf Platz 2 hinter Neapel. 9 Punkte geholt, also alle 3 Spiele gewonnen bisher. Ja, das wird natürlich nicht einfach für uns. So, wir werden nochmal Spielergespräche führen. Eigentlich eine Kaufoption bei ihm. Option für Verein. Leider keine Kaufoption dabei. Schade. Aber ich glaube, den hatten wir ja auch 2 Jahre ausgeliehen. So, dann sind wir hier auch einmal durch. Dann würde ich sagen, gehen wir rein in den vierten Spieltag zu Hause gegen den AC Florenz.
So, Lautaro Martinez bringt uns hier in Führung und da steht es dann auch schon 3-0. Ich weiß nicht. Oh, Martinez, alle drei Tore gemacht. Sauber. Auf jeden Fall ein richtig guter Typ, ne? Da vorne im Sturm. Gefällt mir mega gut. Ja, Fraser nur eine 4. Wir haben aber keinen Rechtsaußen dabei. Das heißt, er wird weiterspielen. Hat ja eigentlich eine starke Vorbereitung gespielt hier, Fraser, ne? So, Eriksen, die gelbe Karte. Es bleibt aber auch alles so. Und wir gehen in die zweiten 45 Minuten. 4-0, 5-0, Martinelli. So, beim 5-0 bleibt es dann auch. Das hätte ich nicht gedacht, dass wir Florenz so klar schlagen. Mannschaftsstärke 838. Ja, okay, die haben jetzt nicht so eine starke Mannschaft, ne? Okay. 4 Tore einfach mal durch Lautaro Martinez und Martinelli mit seinem Tor hier zum 5-0. Ja, das sieht doch sehr, sehr gut aus. Wir klettern wieder hoch auf Platz 4. 10 Punkte jetzt auf dem Konto. 2 Punkte hinter Juve, Bergamo und Neapel. Ich habe immer Spaß am Fußball. Heute hatte ich besonders viel. Die Mannschaft hat alles versucht, aber die Mittel waren heute begrenzt. Martin ist auf jeden Fall Spieler des Spiels, oder? Auf unserer Seite auf jeden Fall, ja. Ist klar. Wollen mal gucken, wie viele hat er schon auf dem Konto jetzt hier. 7 Tore. Ja, 4 Spieltage, 7 Tore ist schon richtig gut, ne? So, als nächstes steht dann das Spiel gegen Liverpool auf dem Plan in der Champions League. Da werden wir Spaß dran haben. Zu Hause. Und dann würde ich mich erstmal hier an dieser Stelle verabschieden, meine Freunde. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder im 3D-Spiel gegen Liverpool in der Champions League. Das würde ich gerne im 3D-Modus spielen. Und ja, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Tschüssi.